So. Jetzt kommt es in den wirklich den wichtigsten Teil eines jeden Neujahrsempfangs in Poing, nämlich die Verleihung der Bürgermedaillen. Wir holen zunächst die Bürgermedaillen aus dem vergangenen Jahr 2022 nach. Wir haben das auch mit der Gemeinde dort abgestimmt. Wir haben gesagt, das sollte einfach in einem würdigen Rahmen sein. Die Bürgermedaille verleihen wir seit dem Jahr 2004. Insgesamt 67 Medaillen haben wir schon vergeben. Und mich freut es, dass ich jetzt die 68. vergeben darf. Die erste Person, die heute ausgezeichnet wird, ist besonders sportlich. Georgine, genannt Gini Waldmann, man hat mir gesagt, bloß nicht irgendwie Anglizismen oder so verwenden, Gini Waldmann, zog 1976 nach Poing und ist mit Leib und Seele Sporttrainerin. Sie gehört zu den Trainer-Urgesteinen der Sportgemeinschaft Poing, die 1971 gegründet wurde. Georgine Waldmann, die nahezu alle Gini nennen, war ab 1980 für rund 4 Jahrzehnte Trainerin bei der SG Poing und zeigte hier außerordentliches gesellschaftlich-sportliches Engagement. Zur Sportgemeinschaft kam sie durch ihre beiden Kinder. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes wollte sie wieder etwas für ihre Fitness tun und trat der SG bei. Später, als auch der zweite Sohn auf der Welt war, machte sie ihren Übungsleiterschein und unterrichtete am Anfang Kindergruppen, da die damalige Übungsleiterin ins Ausland auswanderte. Danach kamen auch Erwachsenengruppen hinzu. Zu den Sportangeboten gehört Aerobikkurse, Krafttraining, Bodyworkout mit und ohne Gerät oder Pilates, also sehr vielfältig. Doch damit nicht genug. Rund 25 Jahre gab sie auch Sportstunden an der Volkshochschule. Manchmal hatte sie im Laufe der Jahre 2 Kurse pro Woche bei der SG und zusätzlich 3 Kurse bei der VHS. Zudem leitete die Sportlerin noch Wassergymnastikkurse im Schulschwimmbad der alten Grundschule an der Karl-Sittler-Straße. Eine Zeit lang liebäugelte sie damit, als Trainerin in einem Fitnessstudio zu arbeiten, doch sie entschied sich dagegen. Die familiäre und entspannte Atmosphäre in ihrem Verein war ihr lieber. Sie erhielt für ihr Engagement rund um den Sport die Sonderehrung bei der Sportlehrung im Jahr 2013. Ihre Verdienste rund um den Breitensport und die unzähligen Übungsleiterstunden sind außergewöhnlich und bemerkenswert. Ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen die Bürgermedaille der Gemeinde Poing überreichen zu dürfen. Jetzt darf ich Sie zu mir bitten. Die hat mich gebeten, wir mögen bitte auf diese Seite des Rednerpults gehen, da kann man besser fotografieren, da sind wir nicht so versteckt. An den, im Sportverein anbieten. Und zwar war das zuerst die Kinder natürlich, wie Sie schon erwähnt haben, und später dann der Erwachsenenbereich. Und im Prinzip musste ich das eigentlich machen, weil mein Körper danach geschrien hat, sozusagen. Nee, also das hat mir mein Leben lang Freude gemacht und es war auch immer sehr schön bei der SG und vor allem die Sportler, die mich jahrzehntelang begleitet haben, die waren natürlich hauptsächlich das Zugpferd, weil ohne die Sportler hätte ich ja gar nichts machen können. Da hätte ich alleine turnen müssen und das wäre, glaube ich, nicht so effektiv gewesen. Und mit der Frau Stevens war ich natürlich auch joggen, um das noch zu ergänzen. Vielen herzlichen Dank und ja, jetzt mache ich halt Sport mit den Kindern. Super, danke. Thank you.
haben wir ein Ehepaar, das sich auszeichnen darf, die Marianne und den Harry Lorenz. Die sind 1972 als junges Paar nach Polen gezogen und haben im Jahr darauf geheiratet. Dieses Jahr werden sie zusammen mit der Familie ihres Sohnes und ihrem Urenkel ihre goldene Hochzeit feiern. Seit ihrem Ruhestand engagieren sich Marianne und Harry Lorenz beim Ramadama, also diese jährliche Aufräumaktion des Abfallamtes. Zusätzlich arbeitet Frau Lorenz einige Stunden im Monat als bezahlte Aushilfskraft auf dem Wertstoffhof. Und daraus entwickelte sich eine ehrenamtliche Arbeit, die weit über ein paar Aushilfsstunden hinausging. Marianne und Harry Lorenz fingen an den beiden Flohmarktständen zugunsten von Poinger helfen Poingern an, mitzuhelfen. Dazu sammelten sie noch gut erhaltene Sachen auf dem Wertstoffhof, um sie später für einen guten Zweck zu verkaufen. Zusätzlich halfen sie ehrenamtlich bei der Ausgabe und im Lager bei der Poinger Tafel mit. Der Flohmarktstand wurde so gut angenommen, dass ein Führungsteam gebildet werden musste, um den Arbeitsaufwand organisieren und die Einnahmen ordnungsgemäß verwalten zu können. Unter der Bezeichnung Poinger helfen Poinger Senioren gründete das Ehepaar Lorenz eine neue Organisationsform unter dem Dach des Fördervereins Poinger Seniorenzentrum. Die Einnahmen gehen an den Förderverein Poinger Seniorenzentrum und von diesen Spenden profitiert auch die Bürgerstiftung des Seniorenzentrums. Teilweise werden die Einnahmen aber auch nach Absprache für einen guten Zweck gespendet, wie zum Beispiel der Ukraine-Hilfe, der Haunischen Kinderklinik oder an die Stiftung Letzter Wunsch Bayern e.V. Im Ruhestand kam Harry Lorenz durch seine Enkelin zudem zum Krippenbau. Mittlerweile sind es bestimmt schon ca. 60 Krippen, die er gebaut hat und auf dem Weihnachtsmarkt beim Hubertus im Ebersberger Forst verkauft. Einen Teil der Einnahmen hat das Ehepaar selbstredend ebenfalls gespendet für einen guten Zweck. Das Flohmarktprojekt Poinger helfen Poinger Senioren ist eine Herzensangelegenheit für das Ehepaar Lorenz, in das sie unzählige ehrenamtliche Stunden stecken. Heute wollen wir uns bei Ihnen bedanken mit der Bürgermedaille der Gemeinde Poing. Frau Lorenz, Herr Lorenz, kommen Sie bitte zu mir. Mit sehr viel Herzblut, ich habe sie ja schon mal besucht, sie haben ja auch ihre Lager und so, werden immer voller, durch Corona konnte ja der Flohmarktverkauf auch nicht so stattfinden, aber sie haben nicht den Kopf in den Sand gesteckt und haben das Projekt weiterbetrieben. Also herzlichen Dank Ihnen, hier ist auch die Ehrenurkunde dazu und jetzt Herr Lorenz, genau, Sie kriegen das natürlich auch für Sie die Bürgermedaille der Gemeinde Poing, also es kriegt jeder eine. Wir haben gesagt, auch wenn es ein Ehepaar ist, da lassen wir uns nicht lumpen. Also auch Ihnen die Bürgermedaille und die Ehrenurkunde. Herzlichen Dank, wirklich. Alles, alles. Herzlichen Dank. Tausend Dank. Danke. Sie? Also wir haben auch ein Dankeschön für die Auszeichnung beim Gemeinderat und bei unserem Herrn Bürgermeister Stark natürlich. Ein herzliches Dankeschön gehört auch allen Fundgruppen, Besuchern und Besucherinnen, die es uns ermöglichen, erfolgreiche Einnahmen zu erzielen. Mit diesen bedürftigen wir Bedürftige unterstützen. Unser Ziel ist es weiterhin, erfolgreich zu sein und das geht nur mit einem guten Team. Gemeinsam sind wir stark. Heißt es ja auch Funkgruppe, ich weiß nicht, ob es eine 1972 Militäre Poing. Und da war unter anderem Prinzessin Anne. Das war noch vor meiner Poinger Zeit, aber das deckt sich, es hat ja, Privatmann hat ja da recherchiert, das war jetzt zum letztes Jahr zum 50-jährigen Jubiläum und es gibt ein Projekt und deswegen sage ich herzlichen Dank, wir arbeiten, unser Kulturamt arbeitet an einem Projekt, so eine Schautafel, wo dieser Militärkurs war. Wir haben ja so verschiedene Kulturrouten, so historische. Diese Tafeln werden gerade konzipiert und ich bin mir
sicher, dass wir das noch im Laufe dieses Jahres einweihen können. Ja, da lade ich Sie gerne dazu ein, aber das ist ein ganz tolles Ding. Also, das ist ein Teller Military Poing. Also glaube ich, das hat einen Seltenheitswert. Ja, herzlichen Dank. Also wir werden Sie gerne aufbewahren. Okay, und auch noch Zeitungsdokumente aus dem Archiv. Liebe Frau Lorenz, herzlichen Dank. Das wird einen Ehrenplatz finden und unser Kulturamt wird das sicher verwahren. Also das ist schon was Besonderes. Military Poing, also alle, es sind ja ein paar hier, die sich vielleicht auch noch dran erinnern. Ist noch jemand da, der sich dran erinnern kann? Die Christa sehe ich. Ja, also es gibt Leute. Und hier ist der Ehrenteller, das ist, hat bestimmt einen Seltenheitswert. Herr Wildner, was meinen Sie? Ja. Ja, okay. Also herzlichen Dank Ihnen. Jetzt geht sportlich weiter. Erwin Zimmermann zog 1969 vom Freising nach Poing. Der ehemalige Poinger Apotheker Josef Holzer war Ende der 60er Jahre Vizepräsident des Bayerischen Landessportbundes und bat den Sportler in Poing, die Leichtathleten zu trainieren. Im Jahr darauf wechselte Erwin Zimmermann als Spieler und Jugendtrainer in die Fußballabteilung des TSV Poing. Nach einer schweren Beinverletzung wurde er gefragt, ob er nicht eine Satzung für einen Kegelverein ausarbeiten könne. Das war sein Start als Gründungsmitglied Sportwart und 10 Jahre als Spieler beim KC Poing. Nach Stationen als Bundesligaspieler in München und später in Markt Schwaben hat er mit 15 Frauen und Männern nach dem Bau der Kegelbahnen in Poing den SKK 98 Poing gegründet. Dort war er 20 Jahre auch erster Vorstand, konnte viele sportliche Erfolge feiern und erhielt einige Ehrungen. Die Sonderehrung der Gemeinde Poing bei der Sportehrung 2012, die Auszeichnung in Gold vom Weltverband für seine Verdienste um den Kegelsport, die zweimalige Auszeichnung durch den Deutschen Klassik-Kegelbund für die herausragende Jugendarbeit des SKK 98, dreimal im Deutschen Klassik-Kegelbund-Pokalfinale, deutscher Vizemeister, Vize-Europameister und zweimal MWC-Pokalsieger sowie der einzige Verein mit 3 Mannschaften in den höchsten 3 Ligen sind schöne Erfolge. Bravo! Danke. Als internationaler Schiedsrichter war er 7 Jahre die Nummer 1 der Schiedsrichter-Weltrangliste im Sportleben. Also das ist eine beachtliche Leistung. Insgesamt hat der SKK 98 Poing 17 Titel mit Mannschaften und 32 Titel bei Einzelmeisterschaften, unter anderem auch Weltmeisterschaften gewonnen. Also das sind also die Keglerinnen sind von dem sportlichen Erfolg unser Aushängeschild. Die machen Poing auch international bekannt. Ich glaube, jetzt in Kürze ist wieder ein Champions League-Spiel in Poing. Zwar mit einem nationalen Gegner, aber da komme ich diesmal sehr gerne. Also das macht Poing international bekannt. Erwin Zimmermann hat mit seinen herausragenden sportlichen Erfolgen die Gemeinde international bekannt gemacht und unzählige Spieler für den Kegelsport begeistern können. Lieber Erwin, heute wollen wir uns bei dir bedanken mit der Bürgermedaille der Gemeinde Poing. Kommst du bitte zu mir. Ich möchte mich erst einmal bei der Gemeinde recht herzlich bedanken. Auf deine Worte eingehend muss ich spontan sagen, mich freut es, dass der scheidende Polizeischeriff bei mir ja einmal als Jugendspieler war, kurze Zeit. Er geht jetzt in Rente, dann wisst ihr, wie alt das ich schon bin. Die Erfolge, die der Herr Bürgermeister aufgezählt haben, sind natürlich Erfolge, die meine Mädels gemacht haben, wo ich nur mitgeholfen habe. Also nicht auf meinem, ist vielleicht auf meinem Mist entstanden, aber gemacht haben es die Mädels. Ich habe nicht selber gekegelt. Wenn man dann die 4 Ehren Bürgermedaillen Gärten jetzt da betrachtet, die Frau Wallmann hat meine Kinder sportlich erzogen, sind heute noch sportlich. Und das Ehepaar Lorenz, die sind ab und zu auf der Kegelbahn mit der
Frau Bloch, weil mir das sagen, wenn einer ehrenamtlich so tätig ist, dann sind ja ab und zu mal was machen. Eines ist in meiner ganzen Laufbahn nicht gelungen, das schmerzt mich sehr, weil ich den Bürgermeister von Poric sehe. Polen hat eine Weltklasse-Kegelmannschaft und KK Istra Poric ist ebenso eine Weltklasse-Kegelmannschaft. Seit 2007 kreuzen wir uns immer wieder. Wir wurden leider nur Vize-Europameister beim Finale in Grani gegen KK Istra Poric verloren haben. Aber wenn man zwei so tolle Mannschaften hat und dann gelingt natürlich, dass man seit 10 Jahren eine Städtepartnerschaft hat und die Kegler von Poric und die Keglerinnen von Polen haben sich noch nie getroffen, offiziell. Wir treffen uns bei ihnen. Es wäre schön, wenn wir uns auch im Rahmen der Städtepartnerschaften betreffen könnten. Dankeschön. Lieber Jörgen, ich glaube, das können wir umsetzen. Lieber Lorenz, du hast eine Aufgabe. Wir haben jetzt eine Aufgabe mitgenommen. Wir werden es möglich machen, die Kegler zusammenzuführen. Das kriegen wir hin, Erik. Das verspreche ich dir.